Ja, moin zusammen und willkommen zurück in der Kraft der Liebe. So, wir sind neuer Bereich, wir können uns umsehen. Da oben sehe ich doch eine Kamera. Was machen die hier? Was ist hier? Er guckt uns zu. Er guckt uns zu, ich weiß es genau. Kohle, wir können wieder was shoppen. Oh nein, es steckt fest. Vielleicht kann ich es mit etwas Dünnem herausziehen. Ich habe nichts Dünnes, ich habe was zum Wegdingsen. Warte mal, so. Nee, das geht nicht. Das war nicht ganz richtig. Halt, das ist ja dasselbe. Ups. Hier unten war nichts. Okay. Oh, sieh mal an, das nehme ich mit. Streichhölzer. Er möchte aber auch ein bisschen, dass wir den Weg hier durchfinden, ne? Sonst hätte er nicht die Sachen alle so platziert, wie wir sie gerade benötigen. Weiter kann ich nicht gehen. Wir müssen ein passendes Werkzeug suchen, um die Ketten zu durchtrennen. Ich kann sie einfach wegkuscheln. Da oben. Okay, haben wir nicht dabei. Hierfür braucht es einen speziellen Schlüssel, den wir noch nicht haben. Oh, schade, schade, schade. Was ist denn mit dir, Kleines? Huh? Okay, das nehme ich erstmal mit. Ich muss es irgendwie zum Schmelzen bringen. Okay, hier ist noch mehr mit Musik. Ich kann mir den Platten auf diesem CD-Player anhören. Aha. Ja, wenn du das sagst. Warte mal, irgendwas ist noch hier mit. Ach, da kommen bestimmt die Bolzen hinein. Ja. So, jetzt brauchen wir die zweite Hälfte, die aber noch im Blumenkübel versteckt. Und einen Schraubendreher, den wir noch nicht haben. Na gut. Das heißt aber, ich kann hier oben tatsächlich hier gar nicht so viel tun. Da unten? Ne, da komme ich nur wieder da oben hin zurück. Kann ich das abfackeln? Nein. Gut. Also, Anker. Habe ich den schon irgendwo gesehen? Oh, ich glaube nicht. Den Code haben wir auch noch nicht. Nee, welcher Code hier? Weiß ich nicht. Hier ist, da kann man nichts mehr drin. Die Taste müssen wir noch finden. Ich muss ein paar Schlüssel haben. Und den haben wir auch noch nicht. Tja, hier in den Safe kommen wir nicht heran. Der ist jetzt nicht so wichtig. Dahin kommen wir ebenfalls nicht. Hier auf dem Tisch liegt eine Menge Zeug rum, was wir gebrauchen könnten, was aber nicht für uns bestimmt ist. Ja, na dann. Dann weiß ich auch nicht. Mit dem passenden Werkzeug. Ja, der Bolzenschneider eben, ne? Dann liegt das Ding hier. Die Wurzeln hindern mich daran, das Ding mitzunehmen. Und wegfegen ist nicht und wegabfackeln ist auch nicht. Sollte eine spezielle Einlage bringen. Oh. Okay. Ja, ups. Kann ich ja noch irgendwas dran touchen? Nee, leider nicht. Die Pflanze da? Nee. Tja. Und nun? Ah, warte mal, reichen da die Streichhölzer? Oh, das reicht schon. Bist du sicher? Tatsächlich. Tatsächlich, dann nehmen wir uns mal die kleine Schere, um die große Schere zu holen, ne? So. Ja, das geht tatsächlich. Ja, na siehst du. Okay, eins. Eins, aber da komme ich immer noch nicht ran, ne? Schade, schade, schade. Okay, so. Ach, ich brauche noch den Schraubendreher, ne? Oh. Ich brauche noch den ollen Schraubendreher. Ach, Mann. Okay, was kann ich denn jetzt mal wegfächern hier? Ich nehme nicht an, dass der Anker dafür ge der ist dafür geeignet? Ernsthaft? Klar. Naja, gut. Wir haben einen Ohrring übrigens. Die Milady hier, braucht die einen Ohrring? Nein, braucht sie nicht. Ich bräuchte eine CD. Möchtest du einen Ohrring haben? Kann ich damit da drin rumfummeln? Ja, das geht. Ach. Guck mal, auf einmal wird die Improvisation ganz groß geschrieben. Na, ist ja ein Ding. So, jetzt hier erstmal dran. Zack, ja. Das ist das richtige Teil. Und Fummel, Fummel, Fummel. Sieht sehr gut aus. Gut, da gehen wir auch mal ran. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich bin da. Das war nur ein Vorhang. Ey, das war nur so ein oller Duschvorhang. Und da konntest du nicht an diesen Ketten vorbei, dich vorbeischlängeln. Ich bin enttäuscht. So, da oben liegt ein Dingelchen herum. Ich weiß noch nicht, welche. Ach, jetzt muss ich sie aufziehen. Okay, na gut. Ja, ab in den Kontrollraum.
Hallöchen. Oh, da ist er ja. Hallöchen. I can help you, but you must summon me first. I'm so disappointed in Ethan. Please, find a way to the room where he's holding Randall. Ich soll dich herbeirufen? Das glaube ich nicht. Die Geister sind auf meiner Seite. Warte auf mich, Randall. Ja, wir könnten natürlich auch Ethan irgendwie näher zu ihr bringen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, was ist denn das da? Reini das Aquarium mit einem Filter. Hatten wir das nicht schon mal? Das Wasser ist schmutzig. Ich kann nicht sehen, was da drin ist. Ich kann es bisschen fegen. Nein, das geht nicht. Das ist auch gut so. So, also, da ist ein USB-Anschluss. Shopping. Also irgendeinen USB-Stick werden wir wohl noch finden. Hier. Oh, ich brauche eine Keycard. Ich könnte mich durch Klopfzeichen bemerkbar machen, wenn es sich um denselben Raum handelt. Warte mal, da ist doch noch was. Nee, ist es nicht. Aber hier bei der Nachttischlampe. Sehe ich nicht, sehe ich nicht. Was? Oh, ich stelle es besser ab. Was? Was meinst du? Keine Ahnung. Hier, ein Zettel, ein... Was ist das denn? Ein Wagenheber. Wieso liegt der hier rum? Und hier braucht... ich muss es mit einem speziellen Schlauch reparieren. Naja. So, da... das Bein ist gebrochen. Ich muss es hochstützen. Mit dem Wagenheber. Tatsächlich. Erst dann komme ich an den Magneten ran. Es ist immer noch so dreckig hier. Wieso kann er hier nicht mehr aufräumen? Da ist ja der USB-Stick. Ja, alles klar. So, wollen wir mal gucken, was sich da drauf befindet. Domini Games. Nette Anspielung, sehr nette Anspielung. Sehr, sehr nett. Ja. Okay, sollen wir mal gucken, ob wir irgendwas shoppen können? Na, für 3 Taler wohl nicht. Okay, aber die Sache mit den CDs, die könnten wir schon mal veranstalten. So, was nun? Wähle die Symbole in der richtigen Reihenfolge mit Hilfe des Hinweises auf der linken Seite. Die richtige Reihenfolge der Symbole ist auf den Perlen der Puppe von links nach rechts verschlüsselt. Also der hier, dann braucht es den da. Der hier, dann braucht es ihn hier. Dieser, dann braucht es diese Note, der da ist noch unten. Der hier ist der hier und dann bleibt nur noch das übrig. Yeah! Der Hammer! Was ist das? Ein Amulett. Aber das ist nicht das. Nein, das ist nicht das Amulett hier oben. Nein, das ist was anderes. Okay, wo. Ach, das Amulett kam hier rein, genau. Ein Föhn! Wer braucht es nicht? Und endlich die Klaviaturtaste. So, aber das hilft uns wahrscheinlich nicht ohne Melodie, ne? Doch, es hilft uns ohne Melodie. Ja, genau. Hä? Was erzählt der Typ da? Okay. Was ist das? Ein Aquariumfilter. Ach, wie gut. Ein Föhn, den lassen wir gleich ins Aquarium fallen. Papier mit einem schattierten Code. Na schön. Okay, also. Erstmal auf zum Aquarium. Das ging aber schnell. Ach, guck mal, was da drin ist. Ein On-Off-Knopf. Moment, das ist nicht zufällig. Nee, nicht der, nicht das da. Hier für die Lampe. Das ist nicht zufällig. Doch, es ist der. Lass uns den Code herausfinden. Ja, sehr gut. Haha. Und ein Ratzefummel, mit dem wir das hier aufradieren können. Noch was? Was? Was denn noch? Oh, doch, macht er doch. Okay. Den Code kennen wir. Also, den Code kennen wir nicht, aber wir wissen, wo er hingehört. Hier nämlich so und so. Und dann die 2, die 5, die 3. Die 6 und die 7. Yes! Okay. Was? Aua, ich will mir die Hände nicht schneiden. Ich weiß, wir sind jetzt mit ihr unterwegs, aber...
Ich bin geneigt, auch hier das böse Wort zu verwenden. Weichei. Ich hab's gesagt. So. Okay. Was ist das hier eigentlich? Münzen. Okay, die kommen hier in das Taschenbuch hinein. Und dann passiert Folgendes. Genau. Ein Lappen und ein Schrumpfschlauch. Ah ja. Dietriche, Klammerentferner, Föhn. Kann das sein? Warte mal, lass mich mal eben noch mal gucken. Ich glaube, hier sind wir fertig, ne? Ja, das sieht ganz so aus. Okay. Hier müssten wir auch durch sein. Ja, kann gut sein. So, hier der Schrumpfschlauch. Und den muss ich mit einem Föhn zum Schrumpfen bringen. Gut, hat funktioniert. Cool. Ah, krass. Sehr schön. Also, wir sollen wieder verschiedene Sachen finden. Wie grün, das sieht nach hier aus. Diese könnten da sein. L1 ist hier. Bei L2. Oh ne, bei L2 direkt. Okay. Der da ist. Hier. Ja, hier. So, das sieht verdächtig nach dem hier aus. Die beiden roten, davon gibt es hier mehrere. Ich denke, es ist hier. Vier Buttons, vier Steckplätze. Dann irgendwas mit Kabelbinder haben wir hier zweimal. Ah, es ist die Reihenfolge der Kabel hier. Da gehört es hin. So, das hier, was auch immer das sein mag. Und du bist hier über der Sicherung. Gut, über dem FI-Schalter. Ich weiß Bescheid, ey. Nun denn, ein Pass, ein WLAN-Pass. Wir haben das WLAN-Passwort bekommen. Ah, sehr gut. Moment, wo war das nochmal? Nee, Moment, das ist die Passcard hier für die Tür. Tada! So, bevor ich da rausgehe, lass uns vorsichtshalber nochmal checken. Ich weiß nie, wann ich irgendwo zurückkehren kann. Hi! Brüderchen! Oh. Was? I don't know whose heart is more loving, yours or Randall's. Either of you should work for the ritual, but I only need one. Everything's ready. All that's left is to choose which of you will die. Well, detectives, why don't I let you decide who's going to sacrifice themselves? This would be a good time for your psychic powers, sis. Wie wär's, wenn wir ihn nehmen? Oh. Ich hoffe, die Geister werden mir helfen. Oh, es läuft tatsächlich darauf hinaus, ha? Huh? Okay, aber wir finden noch ein Teilchen von ihr. Ich nehme mal an, das ist. Nee, es ist nicht das Buch. Das da ist es. Okay. Erfahre die Auswahlkriterien. Was? Ich habe da noch irgendwas erhalten. Moment, die Maske haben wir. Was hatten wir denn noch nicht? Ach, hier, die Brosche. Diese Brosche schenkte ich Patricia am Tag, an dem wir uns kennenlernten. Ich werde nie ihre rosigen Wangen vergessen. Oh. Okay, jetzt habe ich dummerweise. Das könnten wir ohnehin mal nachsehen. Warte mal, das kam doch, glaube ich, in der Karte. Nicht in den Aufgaben, ne? Nee. Enttäusche Kramer. Das hört sich schon so fies an. Die Karte kann ich aber leider nicht mehr aufrufen. Moment, aber ich krieg's hier auch nicht drüber heraus. Okay. Na gut. Also. Das Buch nehme ich mit und. Die Pfeile nehme ich mit. Zauberbuch. Oh, da ist bestimmt etwas hinter der Tapete versteckt. Ja, kann ich es abknipsen? Nein. Okay, er ist da. Hier. Da ist nochmal Money, Money, Money. 67. Den Rest kriegen wir über das Bonuskapitel. Ne? Ach, guck mal. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel, für den wir aber nichts Passendes bei haben. Okay. So. Das ist nur wieder das hier. Oh. Was haben wir denn da? Patricia. Ich habe da keine Zeit, es aufzuheben. Es wird einfach sein, es zu schneiden. Mit der Feile. Ein Kamm. Oh, es ist zu scharf. Ich schütze besser meine Hände. Jupp, habe ich geschützt. Glas im Stoff. Und sonst nix. Freunde, ihr grüßen Patricia, finde persönliche Sachen. Das ist eine Errungenschaft. Okay. Ah, hier.
Find a personal thing of the person whose spirit you want to summon. Okay. Persönliche Sachen der des Geistes, den du herbeirufen willst. Draw the symbols from the spell on the floor. Ich glaube, das ist schon gemacht, dass die Symbole dahinterlegt sind. Pull the runes. Ah nee, das sind die Runen, die hier hinterlegt sind. Draw the symbols, also die Dinger da auf dem Flur und lies schließlich den Spruch. Also das kommt hier hin. Mehr haben wir aber noch nicht. Wir haben nur the personal thing bekommen. Symbols for the spell on the floor. Wir brauchen noch ein paar Kerzen, ne? Und diese Klapperdinger. Diese Steinchen. Okay, ja, weiß ich noch nicht. Aber hier. Oh. Endlich zerstört. Da ist es ja. Da, nimm's mit. Ja, genau. So, das kommt da dran. Moment. Mal gucken, was wir hier haben. Ja, eine Häkelnadel. Sehr gut. Also, da kommt die erstmal dran. So, aber ich brauche noch die dieses Mayong-Dings. Das kommt vermutlich hier hin. Wieso war er so dumm, diese ganzen Sachen hier zu lassen, wenn er doch weiß, wofür wir... Er braucht, hätte sich eigentlich vorgestellt, dass er die Sachen nutzt, ne? So, okay. Und? Was jetzt? Ah, okay. Werkzeuge für Geisterbeschwörung. Okay. Bilde das Symbol auf den Kacheln nach. Wähle die Plättchen, ziehe es für andere Plättchen, um Bild nachzubilden. Was? Bilde das Symbol auf den Kacheln. Wähle ein Plättchen und ziehe es für andere Plättchen, um das Bild nachzubilden. Okay, also. So. Geht das wohl? Nee, das geht nicht. Okay. Soll ich die mitnehmen? Nee. Hier geht's nicht. Wie groß muss denn das sein? Das ist egal. Weil dann wäre das hier schon geeignet. Oh, nee, halt den nicht. Okay, so. Und so. Reicht das? Oh, das reicht. Oh, cool. Oh, sie ist wütend. Er kommt hierher. Ethan, what do you think you're doing? You don't have a right to choose who lives or dies. You've gone too far. Look, I'm glad to see you again. But I don't want to live knowing that someone else died for it. Oh, sie war wirklich sauer. Can't believe we got through that. Love is one of the most powerful forces on Earth. It can push people to do desperate, crazy things. Das stimmt wohl. Closed. Ja, wie ist er jetzt gestorben? Oder haben sie ihn irgendwie eingesammelt? Power of Love, Collector's Edition. Jawohl. Oh, das muss ich unbedingt noch in der Beschreibung hinterlegen. Ich habe den Originaltitel da gar nicht eingebracht. Ja, okay, das war das Hauptspiel. Nee, nee, das sehen wir uns noch nicht ganz an, auch wenn das bestimmt mega interessant ist. Glückwunsch, du hast das Hauptspiel abgeschlossen und kannst jetzt das Bonuskapitel, ja, spielen. Du findest es im Abschnitt Extras im Hauptmenü. Sehr gerne. Extras, Bonuskapitel, da ist es doch. Ritualgegenstände, wir haben sie noch nicht alle, ne? Nee, die gibt es vermutlich noch im Bonuskapitel, hoffe ich. Ich hoffe doch nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. No. Immer die große Unsicherheit, ne? Oh, from Edward. Hi, Eleanor. I thought of you the moment I heard about this case. A young man drowned in the lake. His sister is the only witness. But she's in shock and can't speak. I have a feeling something strange is going on, so we need your help. I'll send you the address. The sheriff will meet you there. It's nice to meet you, Agent. I'm Sheriff Warren Carter. Ghost! It was a ghost! This is Jennifer Stones, the victim's sister. We need to ask her some questions, but she's too shaken up. I thought you could help.
Ja, wir werden helfen. Natürlich werden wir helfen, aber das hört sich jetzt erstmal nicht so an. Es scheint, dass der Sheriff meine Hilfe braucht. Ich bin eigentlich besser. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als ob das eine Fortsetzung oder die Vorgeschichte von dem ist, was gerade passiert ist, ne? Also mal lass mal gucken. Du hast einen Ritualgegenstand gefunden. Das Ouija-Board. Ouija. Wieso kann ich das nicht richtig aussprechen? Ein Brett für spiritistische Sitzungen zur Beschwörung der Seelen von Verstorbenen. Während einer spirituellen Sitzung befindet sich die. Die Fingerspitzen der Person, die das Brett benutzt, auf einem Wegzeiger, einer Tafel, die sich bewegt und Fragen entweder mit Ja oder Nein beantwortet oder es ermöglicht, Sätze mit Buchstaben und Zahlen zu formulieren. Der Wegzeiger ist ein spitzer Punkt auf dem. Was? Der Wegzeiger ist ein spitzer Punkt auf dem Wegzeiger. Mhm. Oder ein Loch da drin, in dem die Buchstaben und Zahlen der Tafel erscheinen. Mhm. Genau. Ja. Ist ein spitzer Gegenstand auf dem. Nein. Okay. Da. Den Saugroboter. Ach, das ist gar kein Saugroboter. Ich kann sie nicht ohne Griff öffnen. So, was liegt hier? Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Erstmal alles einsammeln, ne? Ach, diese Heftklammern. Habe ich etwas, um sie herauszuziehen? Die Zange, das wäre zu einfach, ne? So, hier. Oh, das sieht aber lecker aus, was hier so rumliegt. Hallo, habt ihr schon gegessen? Und wenn nein, kann ich, ist es okay? Okay, ich mach mal weiter. Zuerst warmes Wasser. Okay. I have warmes Wasser. So, und jetzt irgendein Tee, ne? Und eine Pille. Es gibt ja doch nicht so einfach irgendwelche Pillen. Da. Ich muss es sauber machen. Natürlich. Drehe ihr doch nicht so einfach irgendwelche Pillen ins Gesicht. Vielleicht finde ich ein Werkzeug, um es zu öffnen. Etwas Dünnes wäre nützlich. Ohoho, hätte ich beinahe übersehen. So, Heftklammern. Zack. Na, ja. Insektenvernichtungsmittel und eine Büroklammer. War das die Box für Tee? Nee, da ist Geschirr drin, ne? Wer bitte lagert denn Insektenschutzmittel in der Besteckbox? Oder auch in der Teebox, egal welches von beiden es gewesen wäre. Das ist furchtbar unhygienisch. Lieber Bruder Will, bitte vergiss nicht, dass wir heute Abend an den See gehen. Dieser Komet erscheint einmal im Jahrhundert, Jennifer. Ach, wie cool. Der hellische Komet? War es der? Ist es der? Oh. Es geht runter in die Speisekammer. Oh, es ist die Speisekammer. Yummy. Hallo? Oh, lecker. Ich muss unbedingt was einkaufen und dann was kochen. Also Soße, Banane, Weintraube. Soße, das kann alles Mögliche sein. Soße, hier können wir eine Dose öffnen. Da unten Thunfisch. Ah, sieht schwer nach Thunfisch aus. Oder Sardellen oder so. Ja. Was? Soße, Banane, Weintraube, Saft und Milch. Milch ist hier. Saft nehmen wir Orange. Soße, Banane. Was denn für eine. Oh, warte mal, das kann ich auch mitnehmen. Wo kommt das hin? Sehe ich noch nicht. Soße und Ataminu-Banane. Ach, das ist doch Soße. Und Ataminu-Banane. Das ist keine Banane. Das ist eine Chili. Banane? Ach, da oben sind sie ja. Käse. Ach, Weintrauben brauchen wir auch noch. Weintrauben übrigens, Käse, Salat und Marmelade. Käse, Salat, Käse, Salat, das ist Salat, das ist Kopfsalat oder so, das ist auch Salat. Ah, okay. Käse, Marmelade. Käse, Marmelade, hallo? Käse, Marmelade, nein, Käse, Marmelade, okay, Käse, Käse, gib mir den Käse, wo liegt der Käse? Los Käses, nicht hier, hä? Das da ist aber, das ist Feuerholz, hm, ja, das zählt nicht. Okay, irgendwas können wir hier noch mitmachen. Es sollte schmecken, ja. Tut's bestimmt.
Was? Was stellst du dir so vor? Möchtest du hier doch dran rumknabbern? Kann ich verstehen, kann ich total gut nachvollziehen. Okay, irgendwas mit dem hier. Den drücken wir da drauf. Nein! Wir fummeln hier drin rum. Auch nicht. Wir nutzen... Oh, warte mal, hier ist noch was. Moment, kann ich damit daran? Nein. Ah, ja. So, da ist Brokkoli drin. Nur ein Brokkoli. Das ist ein bisschen wenig für eine Mahlzeit. Käse? Oh, ach so. Ach, der soll noch gefüllt werden. Ach so. Er sollte schmecken. Und jetzt kommen die Erdbeeren da drauf. Nein, kommen sie nicht. Was kommt denn da drauf? Das ist der Käse übrigens. Ich dachte, du möchtest hier ein Stück davon abschneiden. Ich hätte nichts dagegen. Mit Honig? Nein. Mit, was kann man denn auf dem Kuchen noch verteilen? Also ich hätte jetzt Obst drauf verteilt. Nüsse gehen natürlich auch. Ich hätte jetzt das hier nicht. Okay, ich brauche eine Zange. Warum? Eis. Ah, okay, das war das Eis. Okay, na gut. Und der Kuchen, den können wir dekorieren. Muss aber nicht. Es sollte schmecken. Ja, ich bin sicher, dass das schmeckt. Mit noch mehr Obst da drauf. Oder mit Nüssen da drauf. Oder mit Obst und Nüssen da drauf. Nicht die Cheerios da drauf. Das ist... Bleh. Hä? Was soll denn da drauf? Wie lange Scheibe Wurst drauf? Das ist bestimmt super. Hm. Haben wir mal gemacht. Wir haben mal Nussknuchen gebacken. Eine Freundin war zu Besuch. Wir haben Nusskuchen gebacken. Ich war damals auf den Trip. Nein, nicht so viel Zucker. Oh, nicht so viel Zucker. Und haben da halt eben mit Stevia und Co. gearbeitet. Und ich sag mal so, mit Knoblauchcreme schmeckte der Nusskuchen total gut. Oh, hier, wunderbar. Da haben wir die Pillen. Tabletten. Ja, ohne zu wissen, was für Tabletten das sind, Alter. Verabreiche ihr nicht einfach so irgendwas. Okay, sprudelt. Was kann man in heißem Wasser aufsprudeln lassen? Hm. Ach, die Ärmste. Oh. Und? Jennifer, I'd like to ask you some questions. Auf die Idee ist er vorher nicht gekommen. I know you've been through a lot, but do you remember what happened at the lake? Will and I swam in that lake our whole lives. But that day, he was a few hundred feet from me when he suddenly went under. He was too far away for me to help. Then a glowing ghost appeared from the water. I was so scared that I couldn't move. Ein paar hundert Meter? Okay, wir sind dort. Ja. Oh. Oha. Der Typ hat... Please help me. Was? Okay, vielleicht hätte ich doch ein paar logische Schlüsse, die hier nicht so ganz passen. Also erstmal, wieso war der Sheriff nicht in der Lage, wenn es sich um ein Beruhigungsmittel handelt oder sowas, wieso war der nicht in der Lage, ihr das selbst zu geben, wenn es doch so einfach war? Ihr irgendwelche Tabletten zu verabreichen, na, keine gute Idee. Und jetzt dieser Geist, hallo? Etwas Horror, ich muss einen Runenstein herstellen. Klar, wieso nicht? Froggy! Oh, okay. Das nehmen wir erstmal mit. Du hast Sachen von Patricia gefunden. Die hat nämlich antike Münzen gesammelt. Patricia glaubte, dass sie Glück bringen. Deswegen lagen immer ein paar antike Münzen am Boden ihres Fadenkreuzes. Ja, Fadenkreuz. Hm, klar. So, was haben wir denn hier? Oh, da räuchert ja noch was. Aber immerhin kommen wir an den Zettel ran. Achtung, Information für alle Einwohner der Stadt. Jedes Verbrechen, das auf dem See begangen wurde, kann den alten Geist des Sees erwecken. Die Legenden sind kein Mythos. Mein Großvater hat das erlebt. Und wenn der Geist erweckt wird, beginnt er über dem See zu schweben und unter einem Fluch zu leiden. Und es dauert so lange, bis er schließlich wütend wird und anfängt, Menschen anzugreifen. Vorsicht! Museumsdirektor J. Aarons. Okay, das klingt ziemlich ernst. Ja, das klingt vor allen Dingen ziemlich... Der Rauch ist so dicht, ich kann nichts sehen. Mit dem Insektenschmutz, mit dem... Nein. Okay.
Hier haben wir aber auch noch was. Münzen. Wir sollten shoppen gehen. Lass uns mal shoppen gehen. 10 Münzen, da kriegen wir doch bestimmt schon was Interessantes für. Das Sofa. Ja, astrein. Das Sofa. Cool. Ist gleich viel gemütlicher hier. Der Teppich. Ja, den können wir uns auch noch leisten. Ja, wer es mag. So, cool. Naja, ein paar Münzen müssen wir noch sammeln, ne? 4, 8, 12 und 6, 18 Münzen soll es noch geben. Naja, okay. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, hier gehört eine Einlage hin. Ja. Okay, das hatten wir schon. Wieso brennt es hier aus heiterem Himmel? Das Feuer breitet sich aus. Ich sollte etwas tun. Jetzt aber mit dem Insektenschutzmittel dran. Ist genauso Flüssigkeit wie alles andere auch. Da oben. Ich komme nicht ran. Wie komme ich da rein? Keine Ahnung. Oh, oh. Ach hier, damit komme ich da rein. Und das ist zu weit weg. Mal sehen, ob ich das Ding auffischen kann. Mit der Zange. Nein, geht nicht. Okay, rostige Leiter. Oje, oje, oje. Na, halt nicht mit dem... Da nehmen wir jetzt vorsichtshalber mal das Öl. Ich brauche noch was. Oh, ich brauche noch eine Bürste. Okay. So. Genau. Heizt das Feuer nochmal an. Das räuchert danach auch garantiert nicht weiter. Habe ich etwas, um das Netz zu zerschneiden? Bedauerlicherweise habe ich das nicht. Aber hier, ich habe eine Zange. Das ist schon mal nützlich. Bürste. Jawohl. Wie, das ist alles? Hier komme ich nicht ran. Lederhandschuh. Du hattest eben eine astreine Zange. Wieso ist die... Wieso geht die nach einmal benutzen schon kaputt? So. Sehr gut. Mit der Drahtbürste da dann rum und schon ist gut. So, und jetzt kommen wir auch hier oben dran, ne? Jawohl. Klasse. Oh, was? Verwende die Fußabdrücke, um die Kisten in die markierten Bereiche zu verschieben. Was? Okay, was? Was? Diese Fußabdrücke. Hä? Ach so. Upsi. Okay, ich sehe aber nur 2 davon. So, komme ich wohl da hinten durch? Nee, da komme ich nicht dran lang. Okay, ich muss den tatsächlich erst einen zur Seite verschieben. So. Der ist da. Okay. Dummerweise sehe ich aber den dritten nicht. Kann ich über den Teppich laufen? Was ist das hier eigentlich? Oh, einen zurück. Okay, das ist gut. Kann ich über den Teppich laufen? Über den Teppich kann ich nicht laufen. Dann kann ich aber... Ja, ist ein bisschen kompliziert jetzt hier. Den da hinschieben. Ach, der war schon an der richtigen Stelle. Dann lassen wir das mal lieber. So, also. Dann möchte ich dich... Na, den... Ja, das machst du ganz prima. Warte mal, ist das so richtig? Ich kann den nach unten schieben, dann kann ich den da zur Seite schieben und dann kann ich von unten da... Okay, ja, ist gut. Ja, kann ich so machen. So. Hier rum. Ja, und dahin. Und jetzt von unten nach oben. Super. Cool. Feuerlöscher, der war da drin. Super, dann löschen wir gleich mal das Feuer. Gib mir eine kleine Biopause. Ich bin gleich wieder bei euch.